Jo, hallo meine Freunde. Ihr habt alle das Video gesehen bei das mit der Siegerehrung, wo ja, vom Turnen, wo ein dunkelhäutiges Mädchen ausgelassen wurde. Ja, das ist schon, wie kann ich es ausdrücken, oder? Also ich finde es echt krank und ätzend und überhaupt dem Kind gegenüber, was kann das Kind dafür, für die Einstellung von dem Erwachsenen? Ja, verstehe ich nicht, weil das ist menschenverachtend und respektlos und überhaupt, da gibt es so viele Wörter, die mir jetzt einfallen. Ich finde es einfach, ich verstehe es nicht. Wie kann man als Mensch so sein? So ein Hass, so ein abgrundtiefen Hass. Was hat die Person dir getan? Das verstehe ich nicht. Was hat die Person dir getan? Nichts. Das ist ein Kind. Das Kind kann doch gar nichts dafür, dass du so einen Hass gegen Dunkelhäutige hast. Ich meine, ey. Vor allem so öffentlich, und was mich auch noch schockiert ist, die Kinder groß machen gar nichts. Die sagen nichts. Also ob das auch alle rassistisch irgendwie von den Eltern beigebracht bekommen haben. Rassismus meine ich. Es ist schon sehr komisch und sehr auffällig. Ja. Ja, und sehr dreckig. Also, mir fehlen da einfach die Worte dazu. Echt? Entschuldigung, dass ich lache, aber ey, mir tut das Kind ehrlich von Herzen leid. Es ist so eine demütigende Sache von einem Kind vor so vielen tausenden Menschen so bloßzustellen, nur wegen der Hautfarbe. Wie fändst du das, wenn es andersrum wäre? Jetzt mal im Ernst. Wie fändst du das? Dann würdest du wahrscheinlich als Erwachsener heulend rausrennen und da stehen und. Ja. Und das Kind bleibt noch taff da stehen und kämpft mit den Tränen. Und dann noch ein Gruppenfoto. Als einzige, die dann auffällt, am besten stellt ihr die noch in die Mitte, dass es ja auffällt. Dass ihr keine Medaille gekriegt habt, ihr habt es doch nicht mehr alle. Ey, da könnte ich kotzen bei sowas. Ey, naja, am besten breche ich gleich ab, ey. Weil sonst, boah, wie kann man nur? Wie kann man nur? Schäm dich. Ich hoffe, dass du mal Hilfe brauchst, weil egal was, ich wünsche dir nichts Schlimmes, aber dass du Hilfe brauchst und du bist auf einen Dunkelhäutigen angewiesen, der das Video gesehen hat und du brauchst Hilfe. Mal gucken, was du dann machst. Mal gucken. Weil ich finde, Rassismus ist echt ekelhaft. Wer das mal erlebt hat, ich habe es erlebt. Sogar von einem Deutschen. Nur weil er meinen Familiennamen gehört hat. Auch schön. Das ist sowas von ekelhaft. Sowas von ekelhaft. Und das dann noch bei einem Kind vor Tausenden von Menschen? Echt jetzt? Ich meine, ey. Das ist ein Kind, Mann. Das ist ein Kind, Alter. Echt? Respekt an das Kind, dass du so stark warst. Respekt. Wirklich großen Respekt an dich. Ich hoffe, du siehst es oder du bekommst es mal zu sehen. Respekt an dich, dass du so stark geblieben bist vor so vielen Menschen, die dich nicht wirklich respektieren oder so verachtend dir gegenüber waren. Ja, Respekt. Du bist stärker wie all die, die dort im Raum waren oder in der Halle.
Respekt.